Pech gehabt, musste eben im Strickpulli im Winter rumsitzen und nicht mehr heizen, weil ich bin's nicht, es ist die Industrie. Kaufe ich jetzt zum Beispiel Fleisch oder kaufe ich es nicht? Kein schlechtes Gewissen, dass ich einen Verbrenner fahre. Ist extrem teuer, selbst beim Discounter. Bringt es was? Und warum muss ich das eigentlich tun? Das muss die Industrie lösen. Ach, moin und hallo, hier ist wieder Julian. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für die Worte zum Freitag. In dieser Woche hat mich eine Nachricht erreicht, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ging es in dieser Nachricht darum, dass es eine Umfrage gegeben hat vom BDI. Und in dieser Umfrage wurde die Gedanken der Gesellschaft, der Bevölkerung zu verschiedensten Themen, unter anderem im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energiewende und viele andere Dinge befragt. Ergebnis oder ein Ergebnis dieser Umfrage war, dass ein Großteil der Menschen in diesem Land, keine Lust haben, nicht bereit dafür sind, Geld für Klimaschutz auszugeben. Das heißt, nicht mehr Geld auszugeben, um das ein bisschen zu präzisieren. Also zum Beispiel für Mehrwegverpackungen, für alle Arten an Dingen, die was mit Klimaschutz zu tun haben, Biofleisch, ökologisch gewonnenes Fleisch, Fleischersatzprodukte, Verzicht auf Milch, aber eben auch für solche Dinge wie zum Beispiel Benzin, Diesel, Heizenergie, Strom, was auch immer. Also ein Großteil der Bevölkerung lehnt es ab, hierfür extra Geld auszugeben. Stattdessen ist man der Meinung, das muss die Industrie lösen, das muss die Politik lösen, aber man selber sieht sich nicht unbedingt in der Pflicht und man sieht sich auch nicht bereit dazu, eben wie gesagt, hier ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und ein bisschen mitzumachen. Das hat mich natürlich ziemlich, also ich will nicht sagen geschockt, nicht unbedingt, aber das hat mich natürlich auch sehr irgendwie beschäftigt, dieses Thema. Deswegen nehme ich ja dieses Video hier auf. Wahrscheinlich, weil ich selber schon seit vielen, vielen Jahren eben in diesem Bereich irgendwie aktiv bin und auch selber sicherlich viel Geld ausgegeben habe, schon für Klimaschutzmaßnahmen oder eben auch für die Kompensation von CO2-Emissionen, die wahrscheinlich nicht zu vermeiden waren. Klar, jeder Einzelne von uns, ich nehme mich da nicht aus, der sagt sich, Mensch, ich bin mehr bereit, viel zu machen, aber man sieht ja nicht das nicht so richtig, ja. Also man gibt Geld aus für vermeintlich klimawirksamere Dinge, aber bringt es was? Und warum muss ich das eigentlich tun? Ich will diese Meinung gar nicht irgendwie großartig unterstützen, weil ich da ein bisschen anderer Meinung bin. Ich bin der Meinung, wir müssen schon was tun. Und ich denke, das, was ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, man kann ja auch davon profitieren. Und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes profitieren, also auch im Bereich der Finanzen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel aus meiner Praxis als Energie- und Abfallberater beim BUND. Man analysiert mit den Klienten, die man berät, ihr Verhalten zum Beispiel beim Thema Stromverbrauch oder Heizungsenergie und weist sie dann darauf hin, hey, guck mal, wenn du hier deine Beleuchtung, einfaches, simples Beispiel, anfängst auszutauschen, eine Lampe gegen eine LED-Lampe, dann wirst du im Jahr ungefähr 3 bis 5 Euro sparen. Das ist erstmal nicht viel. Ich glaube, das reicht nicht mal für eine Packung Zigaretten. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht Raucher. Aber wenn du dir dieses Geld jetzt zurücklegst, es nicht ausgibst, sondern jetzt vielleicht gleich in irgendeinen Umschlag packst, kannst du dir von diesem gesparten Geld dann im nächsten Jahr dann 2 weitere LED-Lampen kaufen. Also so ein Zins- und Zinseszinseffekt. Und das kann man dann immer so weiter treiben. Das ist so eine Strategie, die ich zum Beispiel seit, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahren irgendwie verfolgt habe und daraus ergibt sich dann so ein bisschen eins aus dem anderen und dann kann man daraus davon auch profitieren. Ein anderes sehr schönes Beispiel, das Thema zum Beispiel Photovoltaikanlage. Mir ist klar, es kann sich nicht jeder eine Photovoltaikanlage installieren, aber diejenigen, die es machen können, die können ja dafür Geld ausgeben, müssen auch dafür höchstwahrscheinlich Geld ausgeben. Die können aber dann davon natürlich auch sehr, sehr stark profitieren von dieser ganzen Geschichte. Also über die Einspeisevergütung, über den Ersatz des teuren Netzstroms als ein Beispiel. Das könnte man jetzt noch weiter und weiter und weiter führen und sagen, ich verstehe das eigentlich gar nicht, dass man das nicht als Chance sieht und sich informiert, was kann ich denn eigentlich machen? Was mich in dieser Umfrage auch sehr beschäftigt hat oder wo bei mir die Augenbrauen hochgingen, war, dass ein riesengroßer Teil der Bevölkerung anscheinend keine Ahnung hat, dass es ökologisch nachhaltige
Geldanlagen gibt. Es ist überhaupt gar kein Problem oder es ist auch gar kein Thema, Geld anzulegen. Das bringen wir wahrscheinlich viele uns auch unseren Kindern bei. Wir haben es vielleicht von unseren Eltern auch gelernt. Jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Man muss gucken, was macht man mit dem Geld. Das ist natürlich eure Sache, wie ihr euer Geld verwendet und was ihr mit eurem Geld macht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, dann kommt man da drauf, es gibt auch ökologische Geldanlagen. Ich habe auch Geld in ökologischen Fonds drin. Und ich muss sagen, wenn ich mir so die Performance angucke, dann kann ich eigentlich nur staunen und sagen, hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Also es geht nicht darum, dass man dann Renditen hat von, keine Ahnung, 0,5 oder 1%, was manche vielleicht irgendwie vermuten, sondern das sind im Gegenteil, das sind eigentlich ganz, ganz attraktive und ganz tolle Möglichkeiten, die sich da bieten. Bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Ihr müsst bitte bei euren Geldanlagen komplett selber entscheiden und das auch vielleicht mit eurer Bankberaterin oder eurem Bankberater entsprechend auch mal besprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich kann nur von meiner Seite aus sprechen. Und das sind auch Möglichkeiten, von der Energiewende zu profitieren und möglicherweise Einnahmen, die man daraus hat, wieder anzulegen oder sie eben dann zu verwenden, um vielleicht irgendwann mal nach ein paar Jahren sich zum Beispiel ein Elektroauto, ein E-Roller, PDG oder sonst irgendwas dann anzuschaffen, einfach von dem Profit, den man dann daraus auch machen konnte. Warum auch irgendwie nicht? Danach kommt die Schwelle des Gewissens, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Also kaufe ich jetzt zum Beispiel Fleisch oder kaufe ich es nicht? Auch das soll jetzt keine Diskussionen zum Fleischkonsum irgendwie bringen. Aber wir wissen alle, welche Auswirkungen zum Beispiel eben die Fleischproduktion auf diesem Planeten hat. Und dann kann man auch mal sich überlegen. Und mir ist klar, wenn ich einkaufen gehe, ich sehe es ja selber auch. Ich sehe dann da zum Beispiel zwei verschiedene Sorten Käse. Der eine quasi normal, der andere ist ein veganer Käse. Der ist extrem teuer, selbst beim Discounter. Kostet richtig deutlich mehr und so kann man das auch weitergehen. Das heißt also, man sollte vielleicht ein bisschen immer natürlich zweimal nachdenken über solche Sachen und durchaus sagen, hey, kann ich vielleicht tatsächlich von der Sache auch profitieren, vielleicht auch in mehrfacher Hinsicht, ohne das jetzt zu weit treiben zu wollen und ohne euch zu nahe zu treten zu wollen, ein bisschen weniger Fleisch essen, kann hier und da vielleicht auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit haben, aber auch bitte, das ist wirklich komplett eure eigene Entscheidung. Ich selber esse deutlich weniger Fleisch. Es ist nicht so, dass ich kein Fleisch esse, aber ich esse inzwischen deutlich weniger Fleisch und habe auch meine Gründe dafür und denke, dass es auch ganz okay ist. Kann man sich jetzt hinstellen? Also, neulich hat einer von euch in unsere Kommentare geschrieben, ich habe kein schlechtes Gewissen mit dem, was ich tue. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich in Verbrenner fahre. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich in den Urlaub reise. Ich habe kein schlechtes Gewissen, was ich mir für Sachen kaufe, Klamotten und in welchen Mengen und wie auch immer. Weil ich bin es nicht, es ist die Industrie. Ne? Aber man ist ja auch Kunde und der Kunde entscheidet und ob ich jetzt Dinge mache oder sie nicht mache, hat natürlich auch Auswirkungen auf die entsprechende, auf die Hersteller, auf die Industrie, sage ich mal, und sie vielleicht ein bisschen in die Richtung zu bringen. Und wenn ich mir so viele Industriebetriebe angucke, dann merke ich, da ist schon was im Gange. Das ist auch sicherlich vieles Greenwashing dabei. Aber da sind schon einige Ansätze da bei einigen Unternehmen und wenn wir dann das auch dann bestärken, indem wir so eine Produkte halt auch kaufen und im Zweifel auch mehr ausgeben, dann kann sich daraus auch was tun. Letztlich ist irgendwo in jedem Betrieb irgendein Produktmanager oder was auch immer, der sagt, ja, wir können hier, keine Ahnung, eine vegane Pizza oder nehmt es, was es soll, es ist völlig egal, auf den Markt bringen. Wir müssen aber erstmal gucken, ob der Kunde es annimmt. Und wenn ich so ein Produkt auf den Markt bringe, dann wird es höchstwahrscheinlich, weil es vielleicht keine Massenware ist, dafür erstmal auch mehr Geld nehmen müssen. Und wenn sich dann Leute finden, dann kann das auch sozusagen durch Skaleneffekte entsprechend besser werden. Bei dem Thema, ich bin nicht bereit mehr fürs zum Beispiel Benzin, Heizen oder so auszugeben, ist das natürlich auch eine Medaille mit zwei Seiten. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so gut wie jedem in diesem Land inzwischen bewusst, was es für Auswirkungen hat und dass man da vielleicht auch seinen Teil dazu beitragen muss. Auf der anderen Seite ist auch wieder klar, viele von euch brauchen ihr Fahrzeug, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen, Verwandte zu besuchen oder andere Dinge im Laufe des Tages zu erledigen. Und
das sind Dinge, die man machen muss, wo man definitiv keine Wahl hat, sie zu machen. Vielleicht, wo auch vielleicht der Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel, gerade wenn ihr ein bisschen ländlicher vielleicht wohnt, dann wisst ihr, dass das ÖPNV wahrscheinlich keine Alternative ist oder keine Alternative, die euch, oder eher eine Alternative, die euch das Leben vielleicht eher schwerer macht. Und das tut dann schon weh, sowas zu machen. Und wenn man dann für die Dinge, die man tun muss, mehr bezahlen muss, ist das natürlich schwierig. Wir sind dann schon ganz schnell in dem Bereich der jetzt viel diskutierten Ausgleichszahlungen, die im Rahmen des Wahlkampfes ja auch von vielen Parteien, von fast allen Parteien entsprechend auch geplant sind. Ihr könnt ja mal in unser Parteien-Check-Video reingucken. Das verlinken wir jetzt mal irgendwo hier links oder rechts. Davon haben wir gestern den zweiten Teil gedreht. Ganz interessant, schaut mal rein. Vielleicht abonniert ihr einfach mal schnell den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und klickt mal auf die Glocke, dann kriegt ihr nämlich eine Info, wenn dieses Video erscheint. Also das war der Werbeblock, das ist klar, das muss immer kommen. Es wird also irgendwelche Art Ausgleichsmaßnahmen geben, um diesen Shift von der fossilen Welt in die erneuerbare Welt irgendwie zu schaffen und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, da mitzugehen. Denn nicht jeder kann eben von heute auf morgen sein Wohnumfeld oder was auch immer ändern. Letztes Beispiel, als bei uns hier im Haus die Gasheizung eher daran war abzunippeln und wir uns dann für den Einbau einer Wärmepumpe entschieden haben, da war natürlich auch die Entscheidung dann oder die Frage, was machen wir, Gas oder Wärmepumpe. Also für mich war das klar, aber die Wärmepumpe hat eben deutlich mehr gekostet und ich glaube auch nicht, dass wir das jemals wieder reinholen werden an Geld im Vergleich zum Gas, aber auch egal, wie die Gaspreise sich entwickeln, ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Da können wir erst mal in 10 oder 15 Jahren drüber sprechen. Aber es war uns wichtig und es war mir wichtig, es zu tun. Und ich bekomme keinen direkten Benefit davon. Niemand klopft mir auf die Schulter. Keiner sagt, das hast du aber super gemacht. Das finde ich richtig gut von dir. So, was ist jetzt das Fazit der Sache? Aus meiner persönlichen Sicht, denke ich, können viel mehr Menschen in unserem Land von der Energiewende auch heute schon profitieren, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. In vielfältiger Hinsicht davon profitieren. Und dafür werben wir ja auch auf diesem Kanal immer wieder. Aber man muss sich natürlich auch ein bisschen informieren. Und das sehe ich jetzt im positiven Sinne. Und deswegen zum Beispiel für euch, wenn ihr zum Beispiel Mieter seid und sagt, was soll ich denn als Mieter machen? Wie kann ich denn von der Energiewende profitieren, außer dass mir ständig irgendwie die Preise für Strom erhöht werden und ich immer mehr fürs Heizen bezahlen muss? Dann mal einfach der Tipp, geht doch mal zur Verbraucherzentrale oder zum BUND oder es gibt verschiedene Stellen, auch die Caritas bieten zum Beispiel Energieberatungen an. Und dann geht es nicht darum, dass man euch erklärt, ja, Pech gehabt, musste eben im Strickpulli im Winter rumsitzen und nicht mehr heizen, sondern mal gemeinsam zu überlegen, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es denn? Denn es gibt aus meiner Erfahrung immer extrem viele Optimierungsmöglichkeiten, viel mehr als man selber so denkt. Geht mir auch so. Ich stolper auch immer wieder über Dinge, wo mir jemand sagt, hey, das kannst du doch da und da und da noch besser machen. Und dann letztlich vielleicht sogar davon profitieren, indem man hinterher möglicherweise sogar weniger ausgibt oder zumindest nicht mehr bezahlen muss, auch wenn die Preise ansteigen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, zu sagen, viele Dinge, die wir heute machen können für den Klimaschutz, die werden wir nicht spüren, die werden wir nicht merken. Da kommt, wie gesagt, keiner, der dir auf die Schulter klopft und da kriegst auch vom Bundespräsidenten keinen Brief, der dir sagt, das ist auch richtig klasse, dass du das jetzt gemacht hast, sondern das ist letztlich irgendetwas, was wir ja für uns tun, für unsere Kinder und eine Sache, die ein bisschen was mit Verantwortung und Gewissen zu tun hat, entscheidet natürlich jeder komplett selber, das ist mir klar. Und ich persönlich ärgere mich natürlich auch, wenn ich sehe, wir haben ja so Nachbarn, wo man auch zumindest das Gefühl hat, das kümmert die einen Scheißdreck, Entschuldigung, um das Thema Klima. Aber vielleicht tun sie ja viel mehr, was wir gar nicht wissen. Also ärgert euch nicht darüber, sondern versucht doch einfach mal das Positive daraus zu ziehen und informiert euch mal, sprecht mit Leuten, wie ihr vielleicht von der Energiewende profitieren könnt und ob es nicht vielleicht auch seine positiven Effekte hat, wenn der Strom, also das ist jetzt gefährlich, was ich jetzt sage, ja. Also welche positiven Effekte ihr daraus ziehen könnt, wenn Dinge auch teurer werden, weil sie einem nämlich dann meistens irgendwie ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, was man da eigentlich hat, was man da ausgibt, wofür man etwas ausgibt und wie man damit umgeht. Es ist ein schwieriges Thema, mir ist das völlig klar. Ihr werdet mich möglicherweise in den Kommentaren zerreißen und sagen, wie kannst du sowas sagen? Ich bin
finanziell nicht gut aufgestellt, wie auch immer, ich kann mir das nicht leisten und die ganze Energiewende, die steht mir bis hierher und seitdem irgendjemand das Wort Energiewende in den Mund genommen hat, wird alles nur noch immer teurer. Keine Frage, aber trotzdem immer nochmal überlegen und nachdenken und sich Hilfe holen und mal schauen. Und letztlich ist es aber dann so, und das geht mir ja letztlich ganz genauso, wir haben bisher einen Großteil der Folgekosten, zum Beispiel der von der Nutzung fossiler Brennstoffe, Energieträger, haben wir eigentlich vergesellschaftet, haben wir unserer Umwelt aufgebürdet und damit letztlich mit den Folgen auch den kommenden Generationen aufgebürdet. Denkt an das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist etwas, worüber man dann doch mal ein Stück weit nachdenken muss und man dann letztlich vielleicht auch zu dem Punkt kommt und sagt, ja, es ist so, da sind Kosten entstanden und Folgen entstanden, die wir anderen aufgebürdet haben. Und das kann so in der Form nicht weitergehen. Mir ist bewusst, dass das ein schwieriges Thema ist und dass sich manche vielleicht wirklich wundern, was erzählt denn der da für einen Quatsch. Aber es ist halt so, bei den Worten zum Freitag gebe ich euch meine Gedanken wieder und meine Meinung wieder. Und ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ihr könnt es also sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr darauf. Ich lese das immer alles sehr und bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Kurz gefragt, also wie ist es mit euch? Seid ihr auch der Meinung oder seid ihr auch der Meinung, ihr seid nicht bereit dazu, für Klimamaßnahmen mehr Geld auszugeben? Oder seid ihr, ich mache das und dann muss ich halt eben an irgendeiner anderen Stelle das versuchen, das Geld wieder einzusparen oder anders zu erwirtschaften, wie auch immer. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Ansonsten danke ich euch für die Viertelstunde, die ihr mir geschenkt habt beim Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann irgendwann in dem nächsten Video, in einem der nächsten Videos wieder oder in einer der nächsten Live-Sendungen. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf und sage an der Stelle einfach mal Tschüss und macht's gut. Ciao.